Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast zum Digitaltag, mit dem wir Ihnen vorstellen, was in Bonn zum Thema Digitalisierung und Smart City schon auf den Weg gebracht wurde und welchen Nutzen Sie davon haben. Wir, das sind drei Personen aus der Bonner Stadtverwaltung, die dort die Digitalisierung vorantreiben, und meine Person. Fangen wir an vielleicht mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Viktoria Appleby ist bei uns. Frau Appleby, sagen Sie kurz was zu sich. Ja, guten Morgen, guten Tag. Mein Name ist Viktoria Appleby. Ich darf bei der Stadt Bonn seit 13 Jahren die Wirtschaftsförderung leiten. Genau, und freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ja, vielen Dank. Dann haben wir dabei Andreas Leinhaas. Herr Leinhaas. Ja, guten Morgen, Herr Lobeck. Vielen Dank. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Andreas Leinhaas. Ich bin bei der Stadt Bonn verantwortlich für Personal, Organisation und IT mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Das mache ich seit 2015 und freue mich ebenfalls, heute dabei zu sein. Ja, vielen Dank. Und dann last but not least Friedrich Fuß. Bitte, Herr Fuß. Ja, hallo Michael. Ich bin der Chief Digital Officer der Bundesstadt Bonn, bin seit 2018 dabei und treibe die digitale Transformation sowohl der Verwaltung als auch in der Stadt Bonn selbst voran. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja eine gute Gruppe zusammen. Mein Name ist Michael Lobeck. Ich bin Moderator und Berater in der Stadtentwicklung und habe die Freude, heute hier durch das Gespräch zu führen. Ich habe gleich eine Nachfrage an dich, Friedrich. Chief Digital Officer, was ist das denn? Ja, das werde ich oft gefragt. Was macht eigentlich ein Chief Digital Officer? Ich bin letztlich jemand, der versucht, alle losen Enden, die es so in der ganzen Beziehung in der Stadt und auch mit der Stadtgesellschaft selber gibt, irgendwie zusammenzubinden. Und zwar auf digitalem Weg. Das heißt, ein Chief Digital Officer versucht letztendlich, den Bürger, die Bürgerin in den Mittelpunkt zu stellen und darauf alle Produkte, Prozesse und so weiter zu designen. Das letztendlich ja der Nutzen der Digitalisierung besteht ja nicht in der Digitalisierung selber, sondern in den Produkten, die durch die Digitalisierung geschaffen werden. Und da achte ich eben drauf, dass der Bürger nicht aus dem Fokus gerät. Ja, wunderbar. Aber da sind wir ja gleich mitten im Thema. Das war eine wunderschöne Überleitung. Die war jetzt gar nicht abgesprochen, weil um den Nutzen geht es uns ja auch. Also was sozusagen gibt es denn schon für Bürgerinnen und Bürger in der Stadt oder was ist absehbar? Frau Appleby, mögen Sie einfach mal starten vielleicht? Ja, sehr gerne, Herr Lobeck. Ja, also für mich sind da so drei Hauptfelder. Also einmal wirklich das Stadtbild. Das ist das, was man wirklich als Bürgerinnen und Bürger in der Stadt am stärksten sieht. Also Dinge, wo wir Digitalisierung in der Stadtentwicklung nutzen. Also ganz frisch haben wir ja in Bonn zum Beispiel das neue Parkleitsystem, das man überall sehen kann, wo man auch also von weiter her sehen kann, wie sieht's mit den Parkgaragen aus, wo ist es voll, wo ist es nicht voll. Im ÖPNV haben wir ja in den letzten Jahren immer mehr diese dynamischen Anzeigetafeln gesehen, also Stadtinformationen, also wo es ja die Möglichkeit gibt, auch die Öffentlichkeit zu informieren über Dinge, die wichtig sind, die dringend sind. Und das durchzieht, glaube ich, alle Bereiche und da ist Bonn keine Ausnahme. Aber Bonn will ja auch nicht nur keine Ausnahme sein, sondern auch ein Stück weit ein bisschen mehr auch Vorreiterin werden. Das ist das eine Feld. Dann denke ich, die Grundlagen, die Infrastruktur, da haben wir ja in der Pandemie gesehen, wie wichtig es ist, eine leistungsfähige Internetverbindung zu haben, bis in alle Ecken unserer Stadt. Und da ist es so, dass Bund und Land diesen sogenannten Breitbandausbau fördern. Also einmal an Stellen, wo die Telekommunikationsanbieter das nicht selbst im Marktgeschehen machen. Und da haben wir uns als Stadt erfolgreich um knapp 15 Millionen Euro Fördermittel beworben. Und die werden jetzt in zwei Phasen ausgebaut. Das betrifft also knapp 100 Schulen im Stadtgebiet, die mit Breitband ausgebaut werden. Es betrifft 12 Kliniken und es betrifft auch alle Gewerbegebiete. Also das ist etwas, das ist unter der Erde. Das sieht man nicht so sehr, aber es ist eine Grundlage.
Und eine Ausbaustufe läuft gerade, die wird von der Deutschen Telekom durchgeführt. Die wird bis spätestens 2023 durch sein und die zweite Stufe wird dann in 2025 fertig sein. Und so der letzte Punkt, aber das können wir dann später vielleicht noch besprechen, ist da, wo die Wirtschaftsförderung der Stadt auch für die Wirtschaft Projekte macht, um Digitalisierung voranzutreiben. Okay, also schon. Kann ich auch gerne kurz ausführen, wenn ich darf, aber. Ja, wenn Sie wollen, auch jetzt direkt, gerne. Dann haben wir gleich so einen Blumenstrauß sozusagen und können dann gucken, wo wir noch anschließen und Fragen haben und wo noch Ergänzungen sind. Ja. Ja, gerne. Also das eine Feld ist, dass wir den Mittelstand, also kleine und mittelständische Unternehmen, Selbstständige dabei unterstützen, Digitalisierung stärker zu nutzen. Also ganz konkret in den letzten 2-3 Jahren gerade für den Einzelhandel. Da haben wir mit dem Mittelstandskompetenzzentrum viele Workshops und Fortbildungen angeboten. Natürlich letztes Jahr dann alles virtuell, dieses Jahr auch. Da geht es also um die Frage, wie man sein Geschäft über Suchmaschinen besser auffindbar machen kann, wie man sogenannte Warenwirtschaftssysteme einführen kann, wie man auch entscheiden kann, wenn man einen Laden in der Innenstadt hat, wo möchte ich vielleicht über andere Plattformen auch meine Dienstleistungen, meine Produkte anbieten oder wo möchte es nicht vielleicht, weil es einfach nicht zu meinem Geschäftsmodell passt. Also das ist. Und da sehen wir, dass wirklich natürlich viele, viele Unternehmen sich da auf den Weg gemacht haben. Und dann haben wir in den letzten Jahren zwei Initiativen mit befördert in der Region, die aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig sind. Das ist einmal der Digital Hub, wo es ja um Existenzgründungen im Bereich Digitales geht. Und das andere ist der sogenannte Cyber Security Cluster in unserer Region. Und da haben wir einfach hier in der Region eine ungeheure Stärke an Einrichtungen in diesem Bereich Cybersicherheit. Und das ist auch ein ganz großer Wirtschaftsfaktor einfach für unsere Region. Und das sind zwei Beispiele, die ich da herauspicken würde. Ja, vielen Dank. Das ist ja jetzt erstmal, wenn ich das so überblicke sozusagen, ist das schon insofern eine interessante Mischung, weil zum einen sind es Dinge, die die Stadt, also jetzt, das sind alles Dinge, die die Stadt macht, aber zum Teil sind es Dinge, wie soll ich sagen, die die Stadt macht und wo direkt Bürgerinnen und Bürger was sehen und zum Teil sind es Dinge, wo die Stadt so einen Rahmen schafft sozusagen und Dinge ermöglicht und unterstützt. Na, und da sieht man ja auch gleich, wäre jetzt mein Eindruck, dass es eben die Stadt allein dann nicht tut, sondern die schafft den Rahmen oder unterstützt und ist aber angewiesen darauf, dass ganz viele andere mitmachen. Ist das so richtig mein Eindruck oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, das, also ich glaube, im Bereich Digitalisierung ist ja oft die Herausforderung, dass man viele Dinge nicht sehen kann, sodass es manchmal schwer ist, das auch zu verdeutlichen, was passiert in einer Stadt in dem Bereich, wie kann man da den Fortschritt sehen. Das ist nicht so sichtbar, wie wenn Gebäude entstehen oder Bäume wachsen oder was auch immer. Und natürlich gerade unsere Arbeit als Wirtschaftsförderung kann es ja nur sein, da eine Hilfe, eine Beratung anzubieten, aber letztlich die wirklichen Innovationen schaffen dann die Menschen, die eben als Unternehmerin, als Unternehmer unterwegs sind oder die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit diesen Menschen dann zusammenarbeiten. Und wir versuchen als Stadt da einfach die gute Rahmenbedingungen zu bieten und auch, wie Friedrich das gesagt hat, auch ein bisschen die losen Enden. Also wo könnte es vielleicht spannend sein, dass die Leute sich kennenlernen? Also wir kriegen ja als Stadt viel mit und können da auch immer gut Verbindungen knüpfen. Ja, Friedrich Fuß, direkt angesprochen. Ja, also ich will da nochmal darauf hinweisen, bei der Digitalisierung, da spielen ja auch Daten eine ganz große Rolle. Ne? Und das heißt, die Nutzung von Daten ist ja das Interessante. Also das, was Viktoria gerade angesprochen hat, beispielsweise diese Anzeigen der Füllgrade der Parkhäuser und so weiter, das sind ja Dinge,
die Daten, die dahinter liegen, die kann man dann beispielsweise auch wieder auf einer App sehen und sich anzeigen lassen. Diese Daten kann man auch nutzen, um Dinge zu visualisieren, also beispielsweise auch, wie läuft denn gerade der Verkehr in der Stadt, oder auch als Datum, wo wird denn was gebaut, ne? Wie sehen Bebauungspläne dann in digitaler Form aus, etc. Das heißt also, die Dinge, die man nicht sieht, sind die Infrastrukturen, aber das, was man dann wieder sieht, ist, was aus den Daten entsteht. Und diese Möglichkeiten, nämlich dann quasi mit Daten basiert zu diskutieren, faktenbasiert zu diskutieren, sich das in 3D anzuschauen in der Stadt, wie das dann aussieht, Szenarien zu machen, ne? Was passiert, wenn eine Straße gesperrt wird oder wenn der Verkehr nur noch mit 30 fahren darf, wie wirkt sich so etwas aus, ne? Wie ist das mit dem Nahverkehr, wenn der kürzere Taktzeiten sind und sowas, kann man dann simulieren. Überall sind Daten, mit denen jeder auch arbeiten kann. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Teil, ne, dieser Partizipation am Ende des Tages, zu sagen, über die Daten kann man sehr gut auch eine Partizipation organisieren. Okay, aber wenn ich das richtig verstehe, also das sind jetzt sozusagen, das sind Möglichkeiten, die dann existieren, wenn wir die Daten so weiter erheben und vernünftig aufbereiten. Richtig. Und diese Möglichkeiten, ne, und da kommt jetzt auch genau dieser Gedanke herein, dass eine Stadtgesellschaft letztendlich auch die Stadt prägt und damit auch Verantwortung hat für die Entwicklung der Stadt, also insgesamt. Das ist nicht nur eine Aufgabe der Stadtverwaltung, sondern es ist eine Aufgabe der Stadtgesellschaft insgesamt. Jeder hat da auch seine Rolle, die er spielen muss. Jetzt beispielsweise hier die Stadtverwaltung schafft eben für die Stadtgesellschaft Plattformen, Angebote, Formate auch, aber die müssen auch angenommen werden. Und wenn sie nicht angenommen werden, dann muss man überlegen, was muss man anders tun, damit das passiert. Aber letztendlich ist diese Gestaltung einer Stadt eine Gemeinschaftsaufgabe und nicht nur eine Aufgabe der Stadt. Okay, also das finde ich ist schon ganz deutlich, dass es viele Akteure braucht, um am Ende sozusagen ein gutes Ergebnis für die gesamte Stadt hinzubekommen. Herr Leiners, was gibt es denn noch von Ihrer Seite? Was ist noch da? Was ist schon von Seiten der Stadt für sichtbar vielleicht für Bürgerinnen und Bürger? Ja, Herr Lubeck, Sie merken, das Thema ist abstrakt und ich habe großes Verständnis, dass die Bürgerinnen und Bürger von einer smarten Stadt oder für eine smarte Stadt auch erwarten, dass die Stadtverwaltung mit ihren Leistungen da eine ganz besondere Rolle hat und auch unsere eigenen Kernleistungen ist einfacher, smarter, digitaler werden. Und insofern haben wir uns auch oder orientieren wir uns ein Stück weit bei den Leistungen, die wir umsetzen, an denen, die einfach am meisten nachgefragt werden. Wir haben identifiziert, dass wir 503 ziemlich genau digitale Verwaltungsdienstleistungen haben, die wir umsetzen können. Oder die wir digital umsetzen können, so ist, muss man es besser sagen. Aber die sind nicht alle gleich wichtig. Und ich sage immer, wir müssen diejenigen möglichst schnell digitalisieren, wo das Gespür dafür, welche Chancen und Potenziale Digitalisierung bietet, am höchsten ist. Zum Beispiel erwarten die Bürger nach wie vor, dass sie sich schlicht und einfach mit ihrem Wohnsitz ummelden können, digital ummelden können, ohne dass sie dafür zum Amt gehen müssen. Ja, dass eine Fahrzeugzulassung möglich sein wird. Also das, was in der Lebenswirklichkeit am häufigsten vorkommt, das muss auch am schnellsten und von uns am einfachsten digitalisiert werden. Und entsprechend haben wir bei der Konzentration auf diese Dienstleistungen uns tatsächlich auch auf diese sehr bürgerorientierten Dienste konzentriert. Haben jetzt ein Bürger-Service-Portal auch etabliert. Das Besondere daran ist, dass wir über dieses Portal tatsächlich auch eine absolut medienbruchfreie Kommunikation über so eine Postkorb-Funktion zwischen den Nutzenden und den Sachbearbeitern ermöglichen, sodass wir tatsächlich auch im Innenverhältnis, also die Verwaltung intern nicht mehr E-Mails ausdrucken muss, ja, was ja wirklich tatsächlich absolut überholt ist, sondern tatsächlich auch im Innenverhältnis digital weiterarbeiten kann, unmittelbar mit den Fachverwaltungen.
Verfahren. Und ganz konkret ist jetzt zum Beispiel eine der ersten Leistungen ist tatsächlich die Ummeldung innerhalb des Stadtgebiets Bonn digital möglich. Über Einschränkungen würde ich auch gerne nochmal reden. Ein Beispiel an der Stelle ist zum Beispiel, wir brauchen immer noch eine Möglichkeit, wie wir die umgemeldete Adresse auf den Personalausweis bringen, ja, der also haptisch vorliegt. Da hoffe ich mir einfach und verspreche ich mir ganz viel auch über das Bestreben der Bundesregierung, den Personalausweis künftig im digitalen Format auf dem Smartphone anzubieten. Das schafft natürlich auch Chance, dass man diesen Prozess komplett digital und medienbruchfrei abbilden kann, dass wir tatsächlich nicht mehr, wie wir das dann heute machen müssen, nach der Ummeldung nochmal den Aufkleber vor Ort abholen muss. Ja, mit einem verkürzten Termin. Alles geht schneller, als wenn man den gesamten Prozess vor Ort machen muss. Aber es ist immer noch nötig, nach der elektronischen Ummeldung vor Ort sich ganz kurz diesen Aufkleber, der auch doch fälschungssicher sein muss, für den Aufdruck auf den Personalausweis abzuholen. Das ist ein Beispiel. Ein zweites ist, was viel zu wenig genutzt wird, wo wir wahrscheinlich auch noch viel aktiver für Werbung machen müssen, ist die Kfz-Zulassung, die Kfz-Ummeldung, die tatsächlich schon 100% medienbruchfrei möglich ist. Etwas, was wir demnächst erhoben haben, was noch tatsächlich wahrscheinlich auch noch, weil es nicht bekannt genug ist, nur in ganz geringen Fallzahlen wahrgenommen wird, aber auch schon heute grundsätzlich ein Dienst ist, der natürlich eine sehr hohe Betroffenheit hat im Alltag. Das ist so grundsätzlich unsere Kernphilosophie, die Dienste als erstes, die höchste Betroffenheit bei den Nutzenden haben, den höchsten Mehrwert für den Nutzenden haben. Und vor allen Dingen künftig auch viel stärker dabei, die Nutzenden selbst einzubinden. Ich glaube, da hat Verwaltung viel zu lange im eigenen Saft entwickelt. Ich glaube, eine neue Strategie und die neue Richtung geht viel mehr dahin, die Nutzenden aktiv in den Entwicklungsprozess, in Feedbackschleifen einzubinden und kontinuierlich die Dienste auch zu verbessern. Und da sind wir meines Erachtens auf einem ganz guten Weg, wo allerdings tatsächlich, und das muss man ehrlich sagen, auch noch am Anfang. Okay, aber ich meine, ich finde jetzt erstmal die geschilderte Strategie sehr plausibel zu sagen. Erstmal identifizieren wir, was wir alles haben und können und machen müssen. Und dann fangen wir jetzt nicht mit den Dingen an, sozusagen, die nur dreimal im Jahr von zwei Leuten gefragt werden, sondern mit den quasi Massenprodukten. Frau Appleby, Sie hatten sich gerührt, habe ich gesehen. Weil wir sehen uns untereinander, auch wenn Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht sehen können. Ja, ich wollte bezogen auf das, was Friedrich Fuß gesagt hat, ein Beispiel aus dem Tourismus nennen. Also da ist es so, dass Menschen ja immer mehr ihre Reiseplanungen ja auf Basis von digitalen Quellen ja auch vornehmen. Das wissen wir ja. Und dass sie einfach auch ganz, ganz stark über Internetbrowser nach Begriffen suchen. Die gehen nicht unbedingt zu einer Einrichtung und gucken, was haben die für Produkte, sondern die suchen einfach nach Stichworten. Also Berg mit See und Golfplatz oder weiß ich nicht, Sandkasten und Restaurant. Also und schauen, was kommt dann. Und deswegen arbeiten wir mit dem Land NRW im Moment. Das nennt sich touristisches Datenmanagement in einem Projekt, wo sehr gute Bilder von den Sehenswürdigkeiten Bonns, aber auch Informationen über alle Hotels, Informationen über die Gastronomien eingepflegt werden in einen Datenpool. Und dieser Datenpool ist sozusagen für alle Suchenden greifbar und auffindbar. Also wird sozusagen, egal wie der Mensch sucht, ist die Idee, also dass diese Informationen dann gefunden werden. Das, natürlich ist das noch ein Weg, aber wir haben jetzt diese Dinge eingepflegt und wollen das immer mehr ausbauen. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass an unterschiedlichen Stellen eben, das kann der Friedrich viel besser beschreiben, aber eben diese Informationen von, in dem Fall ja Touristen, Touristinnen gefunden werden. Und also wir merken einfach auch, dass die Menschen verhalten sich ja anders. Also früher war der Anteil auch in einer Nicht-Pandemie der Menschen, die unsere Touristinformationen persönlich aufgesucht haben, ja viel, viel höher. Natürlich kommen immer noch Menschen, aber es nutzen immer mehr Menschen eben den E-Mail-Kontakt, die telefonische Beratung, die kaufen eben Souvenirartikel eher über unseren Online-Shop, als dass sie reinkommen und die Dinge dort kaufen. Und da müssen wir einfach darauf reagieren. Und da findet ja auch ein knallharter auch Wettbewerb ja auch zwischen
Destinationen im Tourismus statt. Und da müssen wir einfach mit dabei sein. Wir haben einfach auch tolle Dinge in unserer Stadt touristisch zu bieten. Und wir müssen aber eben da gefunden werden, wie eben die Menschen suchen. Und darauf stellen wir uns ein. Und da müssen wir auch, wollen wir auch Ressourcen zum Beispiel bei unserem Tourismusmarketing auch hin steuern, damit wir da wirklich gut gefunden werden und unsere attraktiven Angebote auch wahrgenommen werden im Markt. Also ja. Das ist ein konkretes Beispiel, wo aber die Daten sozusagen das Gold sind, das wir vernünftig aufbereiten müssen und auffindbar machen müssen. Ja, wunderbar. Das finde ich schön. Dann kann man das so ein bisschen, ist das auch mal greifbar. Und es zeigt aber auch nochmal, das ist jetzt kein, sozusagen, das ist in Anführungsstrichen insofern keine Besonderheit für Bonn. Der Punkt, den ich jetzt meine, dass man in vielen Punkten noch am Anfang ist. Ja, also man beginnt Dinge zu entwickeln und man macht Sachen weiter. Die anderen Dinge, die Sie vorhin angesprochen hatten, die Infrastruktur, da ist man ja schon länger dran. Das ist ja jetzt nicht gerade mal, aber trotzdem ist man noch nicht fertig. Man ist wahrscheinlich auch nie fertig dabei. Aber sozusagen, es zeigt für mich, dass es viele, viele Stellen gibt, wo man auf einem guten Weg ist. So, ne? Herr Leinhaus, Sie hatten sich gerührt. Ja, vielen Dank. Victoria Appleby hat das Thema auch diese Verlagerung zum Digitalen hin angesprochen, die wir ganz selbstverständlich wahrnehmen. Ich habe aber auch gleichzeitig noch einen Trend, den wir wahrnehmen. Es gibt nämlich nach wie vor noch so ein Stück weit ein Bedürfnis nach Nähe, nach Bürgernähe und Vor-Ort-Service. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir bei aller Digitalisierungsfreundlichkeit unserer Leistung und auch noch berücksichtigen müssen, dass wir tatsächlich auch eine gewisse und gute Zeit lang auch die Leistungen hybrid anbieten werden müssen. Ich mache es mal am Beispiel des Dienstleistungszentrums fest. Das läuft erst seitdem richtig gut und rund, seitdem wir diesem Wunsch nach mehr Bürgernähe, nach Service vor Ort auch wieder entsprechen, indem wir tatsächlich auch in den Stadtbezirken Leistungen anbieten. Das heißt nicht, und das will ich auch ganz ausdrücklich sagen, dass wir nicht mit Vollgas unsere Leistungen weiter digitalisieren müssen. Also natürlich wird jeder lieber seine Ummeldung komplett und Anmeldung des Wohnsitzes komplett digital abwickeln und gar nicht zum Amt müssen. Aber es gibt auch immer noch einen Teil der Bevölkerung, der Bürgerschaft, die genau diesen Service, genau diese Dienste wünscht. Und auch da müssen wir als Kommunalverwaltung weiterhin vor Ort letztlich aktiv bleiben, wirksam bleiben und unsere Angebote anbieten. Ja, das ist mir auch nochmal so als ganz klar, also als jemand, der eine hohe digitale Affinität hat, ist mir das aber auch nochmal bewusst geworden, dass das ein Bedürfnis ist, dem Verwaltung auch noch eine gute Zeit lang entsprechen muss. Ja, das haben wir vielleicht ja auch in der Pandemie sozusagen auch gesehen, dass beide Bedürfnisse da sind. Frau Appleby. Also das würde ich voll unterstützen. Ich finde das unheimlich wichtig, dass das auch unsere Angebote immer noch auch rein analog verfügbar bleiben. Also das ist, und ich würde aber noch ergänzen, ich glaube, für die große Mehrheit der Menschen ist es so, dass die Zukunft hybrid ist. Also wir das ist quasi ein fließender Übergang. Also wenn man jetzt den Einzelhandel betrachtet, wahrscheinlich kauft keiner von uns nur stationär ein und aber auch keiner von uns nur online ein. Wir machen eine Mischung und ich glaube, wir wollen einfach für diese Mischung immer besser ermöglichen. Und ich glaube, das ist der Clou. Wir werden das ja auch sehen, wie das dann jetzt in Bezug auf Dienstreisen zum Beispiel in der Gesellschaft sich entwickelt. Da wird wahrscheinlich auch eher die Mischung dann die Zukunft sein. Wir werden nicht rein in Videokonferenzen verharren, hoffe ich. Wir werden aber auch nicht diese Videomöglichkeiten, glaube ich, ganz verlernen, sondern das hat auch Vorteile mit sich gebracht. Ja, für mich ist dabei nochmal interessant, dass das ja sowas ist, diese Mischung auch, die gibt ja keiner vor, sondern die entwickelt sich sozusagen durch unser aller Handeln. Und da wird mir dann nochmal deutlich, wie zentral es ist, dass zum Beispiel die Stadtverwaltung eben diesen Rahmen schafft, der so robust ist, dass er diese verschiedenen Mischungen auch erlaubt. Also sowohl, wenn ich jetzt gern zum Amt gehen würde, keine Ahnung, weil ich nochmal eine detailliertere Frage habe, die ich glaube, irgendwie am Telefon oder sonst wie nicht hinzukriegen oder warum auch immer, dass ich das halt
digital tun kann, dass ich nicht sozusagen dann wie bei dem ein oder anderen, weiß ich nicht, Anbieter sonst im Internet dann 20 Minuten in der Warteschleife zu sitzen, bevor ich dann rausgeschmissen werde, sondern den anderen Kontaktmöglichkeit einfach auch noch habe. Das finde ich schon, also als Beispiel jetzt eine gute Möglichkeit, um so einen Rahmen zu schaffen, wo wir alle als Mitglieder der Stadtgesellschaft dann eben auch dazu beitragen, zu gucken, wie sieht es am Ende aus. Ja, vielleicht geht es mehr in die eine, dann mal in die andere, vielleicht auch hin und her, probieren wir das eine aus und machen das andere. Friedrich Fuß. Ja, ich glaube, dass am Ende ja immer der Nutzen auch entscheidet. Ne? Das heißt also, wir werden, so wie gerade auch beschrieben, beide Kanäle, wenn man so will, immer parallel haben, also den analogen und den digitalen. Und letztendlich entscheidet der Bürger, die Bürgerin über ihren persönlichen Nutzen. Der eine sagt, für mich ist der Nutzen eben darin, dass ich Zeit spare und das schnell von zu Hause machen kann. Der andere sagt, für mich ist auch der Nutzen, ein Gespräch zu führen. Also letztendlich dieser Nutzen, der Mehrwert für den jeweiligen Menschen ist entscheidend. Und was eben ganz wichtig ist, es ist ja auch ein gigantischer Lernprozess, in dem wir uns als Gesellschaft befinden. Das heißt, diese Dinge sind ja, auch wenn wir immer denken, selbsterklärend und gehen ganz einfach. Nein, die muss man erlernen. Das heißt, man muss dieses Umgehen auch damit erlernen. Wenn man das zum ersten Mal macht, stellt man fest, es ist gar nicht so einfach und man muss sich da erstmal zurechtfinden. Für den, der das entwickelt hat, ist das natürlich total trivial. Ne? Aber für den, der es nutzen muss, ist das nicht der Fall. Ne? Und insofern befinden wir uns auch in einem kontinuierlichen Lernprozess, wo sich diese Dinge auch entsprechend entwickeln. Und dann ist wieder wichtig, welches Feedback bekommen wir, ne? Sodass wir dann sehen, was funktioniert schon gut aus Sicht eben der Bürgerinnen und der Bürger, was funktioniert nicht so gut, warum, wie sind auch die Wünsche. Ne? Und so befinden wir uns als Stadtverwaltung auch in einem ständigen Anpassungsprozess, der manchmal auch schmerzhaft ist, weil ja die Menschen in der Verwaltung sozusagen ihr Bestes geben, um dort etwas anzubieten, ein tolles Produkt anzubieten, aber das Feedback vielleicht ganz anders ausfällt. Aber auch das ist ganz normal und ganz, ganz wichtig, ja, dass man eben das als etwas sieht, wo man sich weiterentwickeln kann und das passiert eben da auch. Aber für mich ist nochmal wichtig, die Dinge laufen eben nicht von alleine. Wir müssen viel auch in Lernen investieren. Wir müssen viel in Kommunikation investieren. Wir müssen sehr viel auch erklären und auch Ängste nehmen. Ja, auch bei der Bevölkerung. Was ist mit meinen Daten und wie geht das? Sind die wirklich sicher und dergleichen? Also genau diese Fragestellung, mit denen müssen wir uns aktiv auseinandersetzen. Und das braucht natürlich auch wieder Personal und Ressourcen, die vorher sozusagen gar nicht da waren. Also man merkt auch, dass jetzt durch diese Digitalisierung neue Aufgabenfelder entstehen. Ich will nur mal an die Schulen erinnern. Früher war das so, dass der Schwerpunkt im Prinzip, ich sag mal, auf Kreide und Kreidetafeln lagen. Und so nach und nach zogen elektronische Geräte ein in verschiedenster Form. Und wenn wir jetzt in den Ausblick gucken und sagen, wenn alle Schülerinnen und Lehrer in Bonn ausgerüstet sind, haben wir über 50.000 Geräte, die servisiert werden müssen. Ja, und das sind Aufgaben, die gab es vorher nicht. Ja, und auch dessen muss man sich stellen, da wollen wir ja als sozusagen Verantwortliche für die Schulinfrastruktur auch entsprechende Serviceleistungen bieten. Die machen wir natürlich nicht alleine, sondern mit Service-Dienstleistern, aber wir müssen diese Dinge natürlich auch managen, steuern und das sind ganz neue Anforderungen, die auch jetzt auf eine Verwaltung zukommen, die man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat. Ja. Ja, das finde ich nochmal, also auch einen wichtigen Hinweis sozusagen, dass wenn man neue Neuerungen einführt, dass das natürlich nicht einfach von alleine geht, sondern dass man sich darum kümmern muss. Schulen und Ausstattung sind sicher ein gutes Beispiel, was bei vielen auch präsent sein wird sozusagen. Und dann reicht es eben nicht aus, das wissen wir alle, nur irgendwelche Geräte anzuschaffen, sondern irgendeiner muss sich auch darum kümmern und muss sozusagen die sowohl einrichten, wie aber auch am Laufen halten. Ich fand den Hinweis nochmal spannend, den du gebracht hast, mit dem sozusagen dann auch quasi in einem Lernprozess zu sein und Feedback zu kriegen. Das fand ich jetzt als Bürger interessant vor, ich weiß gar nicht wann, ist jetzt wieder schon eine Weile her, aber es gab ja vor nicht allzu langer Zeit die neue Webseite der Stadt.
Und ich fand, die hat ein sehr geteiltes Echo gefunden. Es gab die eine Hälfte, die war total, fand das super, das sieht endlich modern aus und ist wunderbar. Und die andere vermisste irgendwie, ich sag mal, diesen schönen Logikbaum, an dem man sich entlanghangeln konnte. Ja, und die war nicht so froh mit einfach nur ein Wort eingeben und suchen. Und aber was ich total gut fand, war, wenn ich jetzt mal eine Suche gemacht habe und dann kriegte ich direkt unten einen Hinweis, wenn das nicht dabei war, dann schreiben Sie uns, was fehlt. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, das hat funktioniert. Ich finde nichts, hieß das, ne? Ja, genau. Ich finde nichts und dann konnte ich aber schreiben, was finde ich nicht. Und bei mir hat es tatsächlich funktioniert. Also ich weiß jetzt das Beispiel nicht mehr, aber ich habe irgendwas gesucht, habe es nicht gefunden, habe es reingeschrieben und habe dann sowohl eine Rückmeldung bekommen, als auch tatsächlich danach war es dann drin. Das fand ich halt praktisch. Und da habe ich aber auch das Gefühl, da muss nicht nur die Verwaltung lernen, sich das Feedback zu holen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger müssen lernen, das zu geben. Und nicht einfach nur zu sagen, mecker, 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 ich finde das ja nicht, sondern zu sagen, ja, klar, das ist Work in Progress, wir haben das aufgesetzt und wir werden besser, wenn wir alle miteinander arbeiten. Also das fand ich jetzt so ein Punkt. Und ich hatte das Gefühl, in meinem Bekanntenkreis schieden sich so die Geister. Die einen haben das sofort aufgegriffen und fanden es gut und die anderen waren irgendwie, ja, das ist jetzt, aber das ist, denke ich, immer mit Neuerungen so. Aber was mich jetzt noch interessiert ist, du hattest angesprochen, ja, jetzt nochmal diesen persönlichen Nutzen. Und wir hatten jetzt ja schon ganz viele Dinge sozusagen auch angesprochen, die von Verwaltungsseite aus kommen. Wie können sich denn Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess einbringen? Also wie ist geplant, dass man die mitnehmen kann? Friedrich, magst du da was zu sagen? Oder Frau Appleby sagt gerade, hey, hebt die Hand, bitte, gerne. Gerne, also wir machen das ja gemeinsam, deswegen zögern wir und stimmen uns gerade ab. Also wir, das halten wir jetzt für den nächsten auch wichtigen Schritt, also dass wir in einen Dialog mit der Öffentlichkeit eintreten, also wie die Vorstellungen sind, wie stellen sich die Bürgerinnen und Bürger und auch verschiedene Akteure in der Stadt, die den digitalen Wandel für die Stadt, wo glauben Sie, dass wir gut unterwegs sind, was fehlt, was sind, wie Andreas Leinhaus sagte, was sind die wichtigsten Dinge? Und da wollen wir planen, das im Moment für das Ende diesen Jahres eine sogenannte Denkfabrik, zu der wir verschiedene Gruppen, aber auch die Öffentlichkeit einladen wollen. Das ist im Moment in der Planung, um die Strategie der Stadt im Bereich Digitales, wir nennen das ja Smart City Strategie, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, ich habe von Friedrich Fuß als unseren Chief Digital Officer was Wichtiges, als du ganz frisch da warst, Friedrich, hast du mir mal gesagt, Victoria, Kritik ist ein Geschenk. Und das fand ich sehr, das war, nachdem ich irgendwas erlebt hatte, negatives Feedback zu irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. Und das ist, denke ich, in Bezug auf diesen Dialog auch mit der Bevölkerung unheimlich wichtig. Also wie Herr Lobeck sagte, ne, Kritik über unsere Webseite ist ein Geschenk in der Hinsicht, dass wir lernen, ups, wo klemmt es noch, wo können wir nachsteuern und einfach, wie sieht der Kunde unser Produkt? Das ist so entwickeln ja auch Unternehmen ihre Dienstleistungen weiter. Und das haben wir wirklich begriffen, haben wir vielleicht lange Jahre nicht intensiv genug als Verwaltung so gepflegt und haben aber wirklich fest vor, das gilt sowohl für die Verwaltungsdienstleistungen wie auch für die Stadtentwicklung. Und natürlich macht die Stadt ja sowieso ja unheimlich viel Bürgerbeteiligung, aber in diesem Thema Digitalisierung ist das etwas, was wir jetzt wirklich in den nächsten Jahren in mehreren Phasen dann intensivieren wollen. Wir werden auch bestimmt auch im kommenden Jahr mit verschiedenen Gruppen dann auch Gespräche haben, weil es nur als Beispiel die Sichtweise von Kindern und Jugendlichen auf Digitalisierung ist vielleicht eine andere. Die Sichtweise von Studierenden, die ja einen sehr nennenswerten Anteil der Bevölkerung in Bonn ausmachen. Also die wollen wir zum Beispiel die Sichtweise von Migrantinnen und Migranten, also überlegen, wie kann man verschiedene Gruppen erreichen. Denn bei der Bürgerbeteiligung ist es manchmal so, bestimmte Gruppen, die sehr gut gebildet sind, die sehr gut vernetzt sind, die bringen sich ein und bestimmte andere Gruppen werden nicht so gut erreicht. Und das halten wir auch für ganz wichtig, also dass da alle eingebunden werden.
Ja, ich glaube, man muss das eben als Prozess verstehen, ne? Und sagen, das ist ein Entwicklungsprozess, der geht immer weiter, der hört nicht auf, ne? Wir haben ja auch unsere Strategieüberlegungen sowohl für die digitale Verwaltung als auch für die digitale Stadt veröffentlicht. Die kann man auf der Webseite smartcity.bonn.de auch nachlesen, kann man sich runterladen. Und das ist ja der erste Entwurf. Der ist bewusst auch so gestaltet, ich sage immer die 80%-Version, um wirklich auch diesen Dialog zu fördern und anzuregen. Ne? Nicht etwas Perfektes hinzustellen, was es ja sowieso nicht gibt, ne? Sondern uns ist dieser Entwicklungsprozess ganz, ganz wichtig. Und das bedeutet eben auch viel miteinander reden, auch erklären, die Sichtweisen erklären und zuzuhören. Ne? Auf der anderen Seite zuzuhören und zu sagen, okay, was sagen mir denn die Bürgerinnen und Bürger? Wo drückt die jetzt wirklich der Schuh? Und dann wieder auch zu überlegen und zu sagen, wie können wir das besser machen und was können wir da tun? Also diese Geschichte wirklich auch in, ich sag mal, mit diesem Mindset vor allen Dingen auch zu bearbeiten, ne, und zu sagen, jawohl, wir wollen auch tatsächlich diese Veränderung und wir wollen auch uns weiterentwickeln und wir wollen auch die Extrameile gehen. Ja, das ist eine Einstellungsgeschichte. Und die ist ganz besonders wichtig, dass ist auch das größte und dickste Brett sozusagen, was gebohrt werden muss, ne, die Einstellung zu der Veränderung und zu diesen Dingen, und zwar auf beiden Seiten. Ne, uns hilft es ja auch nicht weiter, wenn man sozusagen jetzt auf der Seite der Stadtgesellschaft irgendwie auf Positionen beharrt, ne, und sagt, nur die und anders geht's nicht, dann wird es auch keine Weiterentwicklung geben. Ne? Also das ist so sozusagen ein Prozess des Dialoges, des Austausches, auch des Entscheidungsfindens. Und das müssen wir noch besser machen und können wir auch noch besser machen. Und da muss uns die Digitalisierung helfen. Wieder sozusagen als Enabler, ne, nicht als Selbstzweck, sondern das, was Victoria gerade angesprochen hat, ne, wie kann man das nutzen, um andere Gruppen denen auch eine Stimme zu verpassen oder zu geben, ja? Genau darum geht es am Ende, ne? Das ist nicht sozusagen Selbstzweck, ne? Sondern es ist immer etwas, um andere Dinge besser zu machen, Inklusion besser zu machen, Teilhabe besser zu machen, den Verkehr besser zu machen, ne? Die Dienstleistungen besser zu machen. Darum geht's. Ja, wunderbar. Ja, das finde ich, ne, also es entspricht sehr meinem Blick auch auf Digitalisierung und Smart City. Und ich finde das auch gut, dass ich fand, in den Anfangsjahren war das oft noch sehr, sehr technikorientiert. Und ich habe das Gefühl, inzwischen ist es tatsächlich nicht mehr so. Also natürlich freuen wir uns auch, wenn die Technik funktioniert, das ist keine Frage. Aber es geht immer darum, irgendwas sozusagen damit zu erreichen. Ne? Und da, weil wir eben alle sehr verschieden sind und da unterschiedliche Vorstellungen von haben, müssen wir eben ins Gespräch kommen. Und dann finde ich jetzt diese Idee mit dieser Denkfabrik, also wenn man da wirklich schafft, mal die Leute zusammenzubringen und gemeinsam hinzuführen, eine sehr schöne Idee. Also gegen Ende des Jahres können wir damit rechnen. Das ist der Plan. Da bin ich gespannt drauf. Wunderbar. Ich sage jetzt auch noch vielleicht mal, noch eine Ergänzung dazu. Noch eine Ergänzung dazu. Wir bereiten ja diese Denkfabrik auch schon vor. Das heißt, wir haben in der Planung auch mehrere Workshops mit sozusagen Vertretern aus der Stadtgesellschaft, ne, zum Beispiel aus dem Einzelhandel und dem Gewerbe, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern oder anderen Organisationen, um mit denen so in kleinen Workshops das auch vorzubereiten. Ne? Und das mache ich unter anderem mit Uli Ziegenhagen zusammen. Der Uli Ziegenhagen ist ja der stellvertretende Leiter der Wirtschaftsförderung, mit dem ich auch sehr eng zusammenarbeite, um das einfach mal an dieser Stelle auch nochmal zu sagen. Und das bereitet dann diese Digitalkonferenz vor, die diese ganzen Aspekte dann sozusagen konzentriert auch nachher zur Diskussion stellt, ja, und auch präsentiert. Auch da ist wieder dieser Prozessgedanke wichtig, ne, dieser Beteiligungs- und Prozessgedanke. Und das geht natürlich auch für die digitalen Leistungen der Verwaltung. Ja, auch das ist ja ein wichtiger Aspekt dazu. Wie funktioniert das denn Ganze, eigentlich? Ganz kurz noch. Sieht man dann in der, wo du es gerade ansprichst, also mit den digitalen, ja? Leistungen der Verwaltung, das denke ich immer,
Ist das da denn auch so? Also klappt das da auch schon, dass das dann quasi miteinander erarbeitet wird? Also, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, wenn ich jetzt so überlege, also jetzt so ein Bürgerservice-Portal, das fällt ja auch nicht vom Himmel. So, gibt es dann irgendwie auch da unterschiedliche Leute, die sich einbringen, oder ist das quasi, entwickeln das Externe und die Stadt kauft das ein? Die Verwaltungsleistung selbst, die arbeiten wir vor allen Dingen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen, die also den unmittelbaren Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern haben. Ja? Also nicht mehr von der IT irgendwo aus der zentralen Organisation heraus, sondern viel, viel kooperativer mit den Fachämtern zusammen. Wir analysieren auch ganz dezidiert die Abläufe, ja? Hinterfragen sie. Ja? Wir bringen aus unserer quasi zentralen IT ein Stück weit so ein bisschen das Prozess-Know-how rein. Wir bringen so ein bisschen rein, okay, welche Potenziale bringt denn jetzt ein digitaler Prozess? Aber ich sage jetzt mal, Nutzen und den Zweck des Prozesses zu verbessern, das ist in erster Linie, holen wir das Feedback über die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ein, die tagtäglich vor Ort auch mit den Problemen konfrontiert sind. Und diesen Weg wollen wir auch weiter beschreiten, sind aber natürlich froh um jedes Feedback, was wir auch bekommen, nochmal von denen, die zum Schluss den Prozess nutzen wollen. Ja, also da bieten wir eigentlich an jeder Stelle auch ein aktives Feedback-Möglichkeit an und reagieren da auch drauf und wollen das auch viel mehr noch ein Stück weit so in unsere Genetik, wenn man es so will, reinbringen, dass wir tatsächlich das immer wieder zum Angebot machen und auch tatsächlich, so wie Sie es erlebt haben, Herr Lobig, auch tatsächlich drauf reagieren. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal das ganz Wichtige, nicht nur ein Versprechen machen, sondern tatsächlich auch drauf zu reagieren. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns als Verwaltung. Ja, wunderbar. Also das, ne, ich finde jetzt was ich interessant finde. Das ist sicherlich, ne, das war gerade der Begriff so, das ist das dickste Brett, was man bohren muss, dass man schafft, dieses Miteinander auch miteinander einzuüben zwischen allen Beteiligten, glaube ich. Ne? Das ist für alle in gewisser Weise noch, also nicht ganz neu. Natürlich machen wir das einerseits auch ständig, aber es wirklich gut zu machen und zu sagen, ja, das ist ein Prozess für die Stadtgesellschaft, so eine Smart City, und nicht jetzt was, wo man sagen kann, ja, Stadtverwaltung, mach mal, oder wer auch immer, oder Telekom, mach mal, oder wen man immer gerade da hat, sondern das muss man gemeinsam gestalten. Und da finde ich jetzt gut, dass das eingeübt wird und dass es Formate und Angebote gibt dafür. Also das finde ich erstmal attraktiv. Ich würde sozusagen so ganz langsam gucken, zum Schluss zu kommen, noch mal einmal die Frage in die Runde, gibt es jetzt noch was ganz Wichtiges? Ja, natürlich, ja, gerne. Ich wollte nur einflechten, auch für die Hörerinnen und Hörer, dass, wenn wir von Verwaltung sprechen, wir auch die Tochtergesellschaften der Stadt unbedingt mitmeinen. Also wir reden von Konzernstadt. Also, und da gerade im Thema Digitales haben unsere Stadtwerke, die Bonn Orange, unheimlich viele Potenziale, die sie ja auch nutzen. Also gerade die Stadtwerke, also das ist ja im Bereich Energie, im Bereich Verkehr, diese digitale Transformation, also für deren Geschäftsmodell ja absolut zentral. Also nur, dass das klar ist, es geht nicht nur um die Verwaltung, sondern es geht auch um solche Dienstleistungsunternehmen, die zur Stadtverwaltung gehören. Ja, nee, das ist auch nochmal, finde ich, gut. Wunderbar, ja, das ist, dass man das mit im Blick hat. Ne? Also ich glaube, auch der Bereich ist sozusagen wirklich groß. Ich hatte jetzt in der Pandemie mal den Eindruck, bei den Schulen könnten die Schulen auch mal ein bisschen mehr mit den Schülern und Schülerinnen sprechen darüber, wie man das organisieren kann. Das wäre auch so ein Ansatz, wo man das machen kann. Aber also insgesamt, gibt es sonst noch Dinge, die noch wichtig sind, wenn das nicht ist? Also aber schauen wir mal. Ist noch was? Gibt es noch Punkte, die wir noch nicht besprochen haben, also, die aber noch eine gute... Ja, mir wäre ein Punkt noch mal ganz wichtig. Das Thema mit der Digitalisierung ist ja auch so, dass wir letztendlich auch ein Stück weit sozusagen experimentieren und dass wir auch ein Stück weit Dinge auch ausprobieren. Und wenn wir eben merken, die funktionieren nicht so, wie sie funktionieren sollen, dass wir die dann entsprechend entweder weiterentwickeln oder auch sagen, nee, da sind wir in der falschen Richtung unterwegs, wir brechen das ab und gehen in eine andere Richtung. Also bisher war ja immer so die Erwartung an die Stadtverwaltung, das, was da kommt, ist perfekt. Ne, das ist auch für die Ewigkeit gebaut. Ne? Und diese
diese, dann lesen wir dann in der Zeitung, ja, das hat nicht funktioniert und das ist nicht toll und so weiter und so fort. Na, und da will ich einfach nur noch mal dran appellieren und sagen, ja, das wissen wir und deswegen brauchen wir auch das Feedback, weil wir auf einem Lernpfad unterwegs sind, ne, und weil wir uns ständig verbessern. Also dieser Anspruch, wir machen etwas perfekt, nur das kommt dann nie. Ja, das ist genau das, was eben in der Digitalisierung nicht so ist, ne? Sondern wir bringen etwas auf den Markt, von dem wir wissen, das funktioniert schon sehr gut, ja? Aber da sind möglicherweise auch noch Fehler drin, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Da kommt dieses Feedback dazu, da haben wir vielleicht den einen oder anderen Aspekt gar nicht richtig gesehen. Auch das gibt es an der Stelle, ne? Und da will ich nochmal für werben, dass wir als Stadtverwaltung und auch als Konzernstadt auch ein Stück weit genau dieses Ausprobieren brauchen, damit wir uns auch weiterentwickeln können. Und deswegen sind wir für Feedback dankbar, insbesondere natürlich, wenn es konstruktiv ist. Ja, wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch. An die Hörerinnen und Hörer nochmal der Hinweis, Friedrich Fruß hatte die Adresse zwischendurch schon mal genannt, smartcity.bonn.de. Da erfährt man immer sozusagen auch Neuigkeiten und kann auch nochmal nachlesen. Und Frau Eppelby wollte noch was sagen. Bitte. Ich wollte nur nochmal daran erinnern, welchen Schatz wir unserer Stadt haben. Also man spricht ja auch vom digitalen Ökosystem. Wir sind eine Stadt mit den globalen Konzernzentralen einer Deutschen Post und einer Deutschen Telekom. Wir haben eine Universität in der Region, eine Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wir haben 5 Fraunhofer-Institute, die im Bereich Informatik, im Bereich verschiedener Fächer, die ja auf diesen digitalen Wandel einzahlen, führend sind. Also dieser Bereich der Informations- und Telekommunikation, der natürlich überhaupt nicht alles in der Digitalisierung abdeckt, weil die Digitalisierung ist ja eher ein Querschnittsbereich, aber natürlich ist der ITK-Sektor schon sehr zentral für diesen digitalen Wandel. Der ist die größte Branche, der größte auch Arbeitgeber, also die größte Zahl der Jobs in unserer Stadt wird aus diesem Sektor gespeist. Wir haben Bundeseinrichtungen, die auch den digitalen Wandel in Deutschland von Bonn aus gestalten. Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal in Bonn bewusst machen, auf was für einen Schatz wir sitzen. Also wir sprachen ja am Anfang über die Rahmenbedingungen und wir haben wirklich hervorragende Rahmenbedingungen. Also das war mir nochmal wichtig zu dem Thema. Ja, wunderbar, das ist gut. Vor allen Dingen ist das ja auch nochmal gut, auch für alle anderen, die sich einbringen wollen, dass sie wissen, da gibt es einen großen Resonanzraum. Also es ist jetzt nicht so, man muss jetzt nicht alleine der Rufer in der Wüste sein, wenn man irgendwas tun möchte, sondern man hat viele, viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter und kann sozusagen auch was bewegen. Das ist ja das Wunderbare. Ja, gut, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und wie gesagt, den Hörerinnen und Hörer, smartcity.bonn.de, können Sie immer gucken, was es da Neues gibt. Und ich wünsche Ihnen auch sonst noch viel Freude am heutigen Digitaltag, an dem Sie das hören können. Und ja, begleiten Sie die Smart City Bonn und alle Aktivitäten kritisch, aber konstruktiv kritisch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Lobeck, und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Vielen Dank auch meiner Seite. Danke. Herzlichen Dank an alle und vielen Dank, Michael.